Hallo und herzlich willkommen zu Liesin 2, dem Nachrichtenportal Ihres Vertrauens. Stefan Mross und Anna-Karina, sein größtes Glück hat ihn verlassen. Rollentausch im Hause Mross-Wojcak. Während Anna-Karina, 29, sich in letzter Zeit immer häufiger im Rampenlicht sonnt, gerät Stefan, 46, zusehends in den Schatten. Vom umfeierten Star zur Marionette seiner Frau, ein peinlicher Abstieg. Ob ihm das gefällt? Wie sich die Zeiten doch ändern. Als er seine Anna-Karina vor 6 Jahren kennenlernte, war sie Gast in seiner Show immer wieder sonntags. Die damals noch singende Puppenspielerin, die kaum jemand kannte, überraschte ihn mit einer selbst angefertigten Holzmarionette, die aussah wie er. Offenbar war sie ein großer Fan von ihm. Nun hat sich das Blatt gewendet, jetzt scheint Stefan ihr größter Fan zu sein. Und das gefällt ihr. Er ist ein sehr, sehr kreatives Köpfchen, lobt sie ihn dafür. Das ist einfach bei uns so, jeder hat so seine Aufgabengebiet, was der jeweils andere besonders gut kann. Und so saß Stefan beim Konzert Anna-Karina Wojcak & Friends still und leise in Burgau am Mischpult, während seine Anna-Karina sich auf der Bühne feiern ließ.